Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Wir haben Zuwachs bekommen. Tom ist der neue Praktikant. Nein, Spaß. Wir nehmen keine Praktikanten auf. Er ist unser neuer Sklave und er bekommt heute seine Prüfung, dass er mitmachen darf in unserem Tribe. Tom, sag mir, was für eine Prüfung du machen musst. Was musst du bestehen? Das weiß ich selber nicht. Das weißt du selber noch nicht. Also zum einen muss er den Sprung vom Vulkan bis zur Base schaffen mit einem Fallschirm. Aber da wir dachten, das ist langweilig, machen wir heute mal wieder einen kleinen Pinky Raid. Ja, wir sind vorbereitet. Ein bisschen. Und deshalb packen wir die rosa Knarre und versuchen alle Spieler zu befrieden. Ah, wie ging das nochmal? So, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Und schon kann ich Sachen pink anmalen. Nein, doch nicht unsere Base. Er fängt direkt der Base an. Gut. Wir haben inzwischen ein paar Spieler auf dem Server. Noch 20. Wow. Ah, ich freue mich. Bei wem fangen wir an? Boah, sind zu viele, keine Ahnung. Ich weiß bei wem. The Black. Ja? The Black. Oh, das. Die haben zwar Schutzpflanzen, aber wir können trotzdem die Mauern anmalen. Und es ist gerade Nacht. Okay, ja gut, mach mal so. Ich flieg mit Flappy Bird. Ich habe meine Sachen schon gepackt. Hast du mir irgendwas gegeben, was ich nicht hatte? In dem Quetzel habe ich dir ein paar Sachen reingetan. Ich weiß nicht, ob du es rausgenommen hast. Einen Moment. Ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall rausgenommen. Hast du den Standbild? So, geht wieder. Dann solltest du alles haben. Gut. Ja, weißt du was? Dann nehme ich auch Elva. Nehme ich hier die Sachen raus. So, so. Ja, wir sind auf jeden Fall damit schneller, ne? So. So, wir wissen ja, The Black ist ja einfach nur rechts im Fluss runter. Habt ihr, Flare Guns? Ja, hab ich. Gut. Ich hab keine. Das ist schlecht. Dann musst du dich einfach an uns orientieren, an die Flare Guns. Das gehört eigentlich zur Standardausrüstung so dabei. Ja. Ich hab keine Fackel und ich sehe gar nichts, weil alles schwarz ist einfach nur. Also The Black? Ja, ist einfach runter zum Fluss und dann rechts und dann irgendwann links sind die. Aber ich glaube, das wird schwer, die zu sehen, aber wir haben bald wieder Tag. Ich weiß nur, Marie ist da und die gehört ja zu The Black. Wer ist noch da? Jan, glaube ich, auch, ne? Nee, Jan ist Yolo Swaggy, glaube ich. Hm. Wer war nochmal bei denen? Terra Player, oder? Der ist zu denen gegangen. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur Marie und irgendwelche Janis oder so. Triss ist auch da. Oh Gott, ist das hier dunkel, ey. Ich sehe nix. Wo seid ihr? Ich bin unten beim Fluss. Ich auch. Ich bin auch schon. Rechts. So, ich bin am Fluss unten direkt bei der Base, dann schon runter. Okay. Dann rechts, oder? Voll. Ja, dann einfach rechts. Genau. Fluss runter und rechts, rechts folgen. Irgendwann kommt was. Also wir haben unsere Aufgabenteilung jetzt so gemacht, da ich der Einzige mit einer Sprühpistole, werde ich die Gebäude und die Strukturen alle anmalen und die werden sich mit Tiere kümmern. Marvin, du hattest doch letztens eine Sprühpistole, war das meine? Ja. Achso, wir hätten vielleicht mal mehr machen müssen. Jo, aber Electronics und Cementing Paste und so gehört da jetzt zu. War doch alles da, ich hatte doch gerade das Perlen besorgt. Habe ich nicht gesehen, sorry. Ah, egal. Ja, ich hab den Perlenschrank reingetan und da der eh nie benutzt wird, ist es auch egal. Ui, ich bin bei denen. Hab die schon gesehen. Okay, wir müssen jo, mal, ich geh mal, auf den hier. Bei mir stehst du in der Luft. Ich bin gelandet. Okay, das ist gerade verdammt merkwürdig. Da hast du ein Lag. Oder wir haben allgemein Lag. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall jemand da. Ich sehe da unten Fackellicht sich bewegen. Ich sehe da auch ein Quetzel. Ja. Es ist Dead Empire. Ja. Es ist Summer. Ich hab The Black gefunden, habe ich. Sehr gut. Geh noch nicht direkt hin, die haben Schusspflanzen und es wird hell. Oh no! Angriff! Wir müssen mal gucken, Schusspflanzen. Da, guck mal, weil ich immer die Fensterscheiben weggeschossen habe von der Greenhouse, haben die es einfach abgebaut. Oh, geil. Ich sollte vielleicht mal den Fallschirm aktivieren. Der kommt dahin. Jupp.
Da wird irgendwie angegriffen. Ja, wahrscheinlich Mauermeister Meister oder nächstes Hammer. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Toren an. Und zwar mit dem Tor hier hinten. Und ja, ich lasse es diesmal ausnahmsweise wirklich im Dunkeln, sodass man nichts sieht, weil. Naja. Ist ein heimlicher Raid. Wenn die mein Feuer sehen, dann greifen die mich an. Mach mal die Kompis weg, bitte. Ey, fuck, Mann. Greif mich an. Stirbt! Na, schon zu Ende, glaube ich. So. 2, 3, 4, 5, 6. Könntest du bitte. Ich mal dich an, Kompi. So. Tor ist pink. Habe ich Wo ist super den gemacht, oder? Insekten? Was? Nee, hier sind Kompis. Marvin, das ist mein Vogel. Ja, sorry. Wurde angegriffen. Ja, es sind Kompis. Ja, nee, und so eine doofe Fliege. Eine Belle. Haben die da. Ist ein Affe. Hat die da hingestellt? Nee, der ist wild. Sieht so aus. Nee, der ist wild. Echt? Ist wild? Okay, ich fliege niedrig. Die sollen mich ja nicht sofort sehen. Die sollen ja das Kunstwerk dann sehen, wenn es zu spät ist. Das ist ein Kano. Und ein Skorpion. Ich glaube, ich komme dann doch lieber von der Seite. Ich finde das doof, dass die Farbpistole sich sofort irgendwie mal deaktiviert und umschaltet, wenn ich ins Inventar Oh gehe. mein Gott, das So. sieht geil aus. Pink. Die haben hinten aber noch ein Tor, glaube ich. Oh, da ist noch eine riesige Mauer, die will ich so gerne pink anmalen und die ganzen Zacken da. Oh, ein Kano. Ach, guck mal, die haben sogar das Gate hier gefärbt. Ich finde das aber Jetzt wird's ziemlich wieder gefärbt. hässlich. Ich finde das so hässlich, was die hier gemacht haben. Ja, das sieht viel besser aus. Ja, finde ich aber auch. Kannst du mir die Dillos da vom Hals schaffen? Wo sind die? Ja, direkt bei mir. Oh Gott, hier ist alles offen. Wir können reingehen und mit dem Pinsel die Dinos anmalen. Und dann pfeift einer aggressiv und dann sind wir weg. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht sehen, weil wir ja sehr unauffällig aussehen. Ja, ich gebe dir Deckung. Da oben ist ein Giganotto. Die haben zwei Giganotos. Schon gesagt, jeder etwas größere Tribe hat sofort hat schon Giganotto. Ja, da kommt ein Affe auf uns zu. Ich glaube, der ist auf neutral. Ja, denke ich auch. Mal gucken, wann die das bemerken, dass alles pink wird. Ganz schöne Mauer, einfach rosa gefärbt. Wupp. Hey, hier ist ein wildes Fiomia-Vieh. Wir müssen nur Bären rein. Kann ich das auch anmalen? Ja, das Ey, Schild ist ich auch glaube, pink. die haben uns entdeckt. Da oben steht ein Quetzal. Ich schau mal gerade von wem. The Black. Jo, Marie. Marie sieht uns. Okay. Ist das schlimm? Ja, ich komme jetzt mit Giganotus. Ich schleiche mich mal rein und ach Scheiße, ah, hier ist offen, genau. Mal mal den Veteraner dann an. Der bewegt sich nicht. Wird das nochmal hier so. Nee, Da ist ein Biber. Der dreht irgendwie durch. Nee, doch nicht. Pack mal den Biber, jetzt werfe ich den weg. hast recht, Magenta kommt auf jeden Fall deutlich Justin besser. Bieber, dein Ernst? Der scheiß Bieber heißt Justin Bieber. Oh. Ja, schrecklich, ne? Nee. Er ist weg. Ist tot. Nee, doch nicht. Achtung, der Affe. Ist Hinter dir. egal. Wenn der nur wandert, der greift mich nicht ohne Grund an. Die müssten das schon pfeifen. So. Los. Wollen wir uns mal näher rantrauen? Ja, ich muss mal raus. Hier so ein Härchen aus meiner Hey, Maus hier kommt entfernen. irgendwer. Und tschüss, bin weg. Hier, ich hab einen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ein Spieler? Das ist nicht euer Ex, oder? Ah, das ist Marie. Was Hi meinst du Marie, denn? was geht?
Ich fand die Farbe so schön und friedlich. Ich dachte, ich muss sie mit euch unbedingt teilen. Wieso bin ich das immer? Für die, die die Streams nicht gucken, Marie ist die, die wir uns immer entführen und unsere, in unseren Käfig reinstecken. Ich sage immer ganz liebevoll, dass sie gerade 11 Jahre alt ist. Ich muss sie noch 7 Jahre lang einsperren, bis sie alt genug für mich ist. Und naja, jetzt haben wir sie wieder. Aber das Problem bei der Alten ist halt, die will immer ihre Veggie-Pizza haben. Ohne Witz. Veggie hier, Vegetar. Ich will auch nicht den Giganotto anmalen. Ich will den Giganotto anmalen. Dein Ernst? Ja. Okay, ich setze ihn im Sumpf aus, okay? Nein, Ich esse hier noch einen Käfig. Stimmt. Betäube sie, weit genug weg von den Tieren. Mal ihre Rüstung pink an, gib sie ihr wieder und dann, geh zurück. Bring sie zurück. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Soll ich sie grabben? Ja, grab sie mal, damit ich sie besser packen kann. Hab ich nicht mein Schild? So. Mein Schild ist. Okay. Musst du aufpassen? Jo, ich hab's zum ersten Giganotto geschafft. Ah, oh, du hast mich getroffen. Okay, sie ist down. Warte, ich helf dir. Muss ja nur anmalen, so. Ah, nee. So, will ich das nicht. Ich hab den Giganotto. So geht das auch nicht, verdammt. Was willst du machen? Ich brauch die Farbe. Ja, das wäre ein guter Anfang. Oh, der Scheiß, ich hab sie mal im Gesicht pink angemalt. Viel zu groß. Ja, du kannst sie im Gesicht kurz alles anmalen von ihr. Aber ich dachte, es geht halt leichter und schneller und kostet weniger Farbe, wenn man einfach mal eben schnell die, so was, schnell die Rüstung kurz pink macht und ihr wieder zurückgibt. Ah! Ich wurde gesehen! Oh, Kampfmusik. Ach, das ist eine Schlange. Ja, nur so. Drago ist nicht hier. Ich bin hier. Wo bist du denn? Hä? Was? Wo? Wie? Wo seid ihr denn? Ja, vergewaltige sie. Warte. Was? Sie hat noch ein bisschen. Ich steck sie ich noch schnell auf, in den Käfig. Ach so, ja, wo seid ihr denn? Oh, der Giga randaliert. Ja, ich hab den gemalt, jetzt kommt der her. Nee, da war eine Schlange. Ich hab eine Idee. Ah, oh, scheiße, nicht gekommen. Da oben ist ein Fetzel von mir, Mist. Ich hab Marie getötet. Nein. Ey, lieb doch. Ach, da seid ihr. Hast du sie getötet? Ja, Vorsicht, der randaliert hier gerade mit dem Giganotto, ne? Oh Gott. Was machen wir jetzt mit ihren Stuff? Ich hab ihn. Ja, einfach da liegen lassen, die holt sich das wieder. Ich hab einen. Ich hab einen. Vom Giganotto? Runter, ja, hier. Nehmt ihn euch. Ich lasse gleich die Tiere von oben ausrasten. Hab ich ihn getroffen? Er will meinen Vogel betäuben, der Wichser. Vorsicht! Mensch, Tom, du rennst voll in mein Fadenkreuz. Sorry. Wisst du was? Hier. Okay, warte, ich färb deine Rüstung, oder? Nee, warte, ihr färbt die Rüstung? Zieht die mal aus? Erstmal. Ich mal den an. Warum macht ihr das? Ey! Weil es geht. Was hat er dabei? Oh, das ist schön. Also blöden Schlangen, ey. Er hat noch Strength Darts dabei. Ja, nehmen. Ja, nicht alle, nur die Hälfte. Ey, wir werden hier angegriffen. Ja, eine Schlange. Wo ist meine Ava da? Hey, Drago, warum? Ich bin nicht Drago. Ich bin Drago. Und wir werden uns dich heute ganz, ganz lieb halten. Entschuldigung! Nicht töten! Böse! Böse, 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 böse! Böse, böse, böse.
Ich wollte ihn aber nur anmalen, ey. Es rennt wieder. Ich hab doch, warte, ich hab doch. Ja, genau, bring einfach wieder her. Ist besser. Die Marie springt runter. Also, den Stuff zu holen. Ja. Ist ja okay. Ah, bremst mit X. Ja. Warum? Ah, Baby Rage! Was? Okay, ist ja, nackt. Da kommen nämlich alle Darts. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Schnell, geh weg von ihm. Anmal? Ja, was sagst du denn? Aber irgendwie will der nicht. Ja, lag und so. Ach so, weil es zu viel ist, na klar. Hey, warum? Weil es geht. Ach, immer das Warum. Wieso wollen die mal ein Warum wissen? Weil es Spaß macht, weil es ein verdammter PvP-Server ist. Einfach nur, weil es geht. Hammerhart, ey. Von wegen Warum, ey. Bitte mach die... Okay. Füße pink. Weil dann richtig. Mach die Füße dann auch pink. Mann, du bist, Mann, du bist fett. Du bist richtig fett. Fett. Ohne Scheiß. Warst du zu oft bei Mc's oder was? Nö, ich bevorzuge Burger King. Ja, Burger King ist auch gut. Aber KFC ist sagt da was anderes. Oder? Okay, sollen wir mal weiterziehen und sie mal so halb pink lassen? Ja. Ja, okay. So, wir sind bei Dead Empire angekommen und ja, die haben auch Schusspflanzen. Müssen wir mal gucken, was wir hier pink färben. Das eine Gate haben wir noch von früher. Und ich glaube... Oh, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, wo wir anfangen. Guck mal, das Gebilde da vom Mauermeister. Das ist ungeschützt. Wir werden da schnell von oben reinfliegen, dann treffen uns die Pflanzen auch nicht, glaube ich. Gut, probieren wir's. Genau, von hier kurz rein, zack, bin sicher. Bereit? Zack, jo. Zack, zack. Hui, was wir pink machen. Könnt ihr die Quetzelpink anmalen, so gut wie es geht? Flügel oder so? Hm. Nee, warte. Wie drehe ich den so? Genau. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Flucht! Von wem? Da ist ein Quetzel. Los, komm, Flucht, Flucht, Flucht. Okay, aus hier. Der Quetzel? Das ist ein Quetzel, ja. Ja, aber der Quetzel ist unbemannt. Der ist unbemannt? Ja, ein wilder Quetzel. Ah ne, da unten ist doch noch einer. Siehst du? Ja, ich dachte, du meinst... Okay, ich gehe weiter, die Gates bemalen. Könnt ihr mal bitte für mich antworten? Ich habe echt keinen Bock, jetzt bei der Aufnahme darum, mich darum zu kümmern. Bitte was? Da will gerade jemand was von mir und, naja, ach so. Während der Aufnahme ist das mal doof. Darum. Keine Ahnung. Huch, nein, ich bleib steigen. Im Auftrag. So, ist schon pink. Ihr müsst mit dem Pinsel die Tiere anmalen, das ist besser, weil ich kann mit der Sprühpistole sofort alles auf einmal anmalen von der Struktur. What the fuck? Da hat uns schon jemand die Arbeit abgenommen. Da unten ist was pink. Wir haben Konkurrenz. Ich finde das gar nicht gut. Es sieht zwar aus, als wäre es von uns, aber in Wahrheit ist es viel, viel schlechter. Kann es sein, dass die hier geradet worden sind? Gott, das muss doch ordentlich sein. So. Ne, die wollen geradet. Es ist Farbverschwendung. Aber das Gebilde da, das will ich noch anmachen, weil das sieht cool aus. Das hier sieht cool aus, das will ich anmalen. Nein, nicht pincoden, absteigen. Besser.
Oh, ich nehme auf. Wahrscheinlich schämmert er jetzt erstmal rum, dass wir das hier pink angemalt haben. Aber gut, es ist genau die Resonanz, die ich sehen möchte. Aber warum? Warum müssen eigentlich immer alle, anstatt einfach zu sagen, was sie wollen, erstmal nach mir fragen und hoffen, dass ich darauf reagiere? Ich meine, ich sehe den Chat genauso wie alle anderen auch, oder etwa nicht? Ja gut, hin und wieder ist abgeschaltet, aber... Na? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, den kann man abschalten. Man kann ihn abschalten, aber ich finde es trotzdem blöd, dass die Leute so lange nach mir verlangen, bis sie eine Antwort von mir bekommen, anstatt einfach zu sagen, was sie wollen. Das nervt halt so ein bisschen. Oh, jetzt komm bitte, lass mich jetzt hier nicht im Hängen, blöder Vogel. Oh, Glück gehabt. Ich wäre fast gefangen gewesen. Ja, ich bin ein Stück weiter, da ist so ein schönes Teil und, Ich nehme gerade das Dach vor. Fuck. Ja, irgendwie bin ich zu blöd, hier vom Vogel abzusteigen, weil der immer nach vorne wegjumpt. Ja, der Vogel ist ein Idiot. Ich lande jetzt da. Ah, du bist schon da oben, okay. Fange ich halt mit dem Gate da unten an. Zack, zack. Wenn du mein Gigapink machst, dann richtig bitte. Du. Ups, hat doch Caps an, egal. Es ist ein Raid. Keine Verschönerung. So, das Dach ist sauber. Gut. Wenn du was Schönes sehen willst, Junge, mach's selbst. Oder schau dir mein Porträt an. Ich töte dich mit der Axt, du. Na, komm her. Ich hack dir den Kopf ab. Und dann dein Bein. Ja, ich hab's geschafft. Ist ja... Oh, das ist ja offen! Schnell rein da, ey. Ja, aber nur das nächste. Ja, egal. So, reicht. Es ist pink. Ist schöner. Jetzt. Das ist mir egal. So. Dead Empire ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte nur hier kurz, weil ich das so schön finde, den Ort hier. Aber Hauptaugenmerk ist immer noch Dead Empire. Und irgendwas ist... Komm her. Hey, wo bist du denn? Los, 1 gegen 1. Einfach in den Wald rein. Die haben hier hat irgendjemand was hingebaut, aber das sieht sehr verlassen aus. Okay, hier waren wir schon. Da muss ich da hinten hin. Trage. Och Gott, ey. Steam. Wo auch sonst. Bist du das? Ist das? Das ist keiner von uns. Wo bist du denn jetzt? The Black Typ ist hier. Ja, das ist allen auf dem Pteranodon. Ich meine hier bei mir. Wo bist du? Hier am Gate, das nicht pink ist. Haben die hier ein Baumhaus gebaut oder wie? Du hast hier so ein Baumhaus. Ja, ne? Hier bin ich auch. Hier beim Gate, ja, komm, hier, fang den ein. Da hinten ist Triss. Wo genau? Erst, der ist einfach den Weg entlang. Da rechts, hinterm Stein. Genau, da. Hab ihn. Komm her. Wir malen ihn direkt hier an, ich oder? Ihn noch nicht. Ich mal schon mal das Gate hier an. Ich habe ihn. Ah gut, komm her mit ihm. Hinter. Hab ich einen Aves getroffen? Scheiße. Ja. Dann jage ich mal die Pfeile in den Eier. Okay, er schläft. Malt den Kompi an. Ich ziehe ihm die Kleidung aus. Ihr malt ihn an.
Oh, das laggt immer. Ihr müsst den, so Punkt für Punkt anmalen, das ist, glaube ich, besser. Dann laggt das nicht so hart. Nippel verpasst. So, Hinterkopf. Oh, er ist aufgewacht. Alter. Auf den K.O. Hast du eine Keule mitgebracht? Ja. Der Kleine verfolgt mich. Hau ein K.O., ist egal. Mach einfach. Ey, der hat eine Sprühpistole. Und ein Scope. Ja. Und ich nehme jetzt ein paar Sachen weg, die wir eigentlich brauchen. Ich tu mal in Ava die andere Sprühpistole von ihm rein. Jo, danke. So. Ist das Mistvieh betäubt? Leg nee, dich nicht mit wahren Pink Raidern an. Kriegt er Schaden davon? Nein. Oh, durch den Kopf. Sollen wir ihn umbringen? Nein, dann ist die Farbe ja weg. Ach ja. Nee, bitte nicht. Ich mal ihn weiter an. So, sein Ding ist betäubt hier. Warte, sein Ding ist betäubt? ich hab Handschellen mit. Ja, stimmt, dann kann er nichts mehr machen, der kleine Wichser, der. Okay, ich gehe rein zu, Wie legt man die an? Offhand? Ja. Genau. Ins Inventar und dann Offhand. An der Thrago, scheiße. Ich geh da mal zu den, den Emperor rein und, mal die mal ein bisschen an. Jo. Er wacht gleich auf. Ah, das war falsch. 2, 3, 4, 5, genau. So, ist wach. Oh nein, es ist ein Bug. Was hast du gemacht? Wenn er die Handschellen anhat, ja, und er sich hinlegt, dann... Sieht das seltsam aus? Der Oberkörper ist sehr verpackt. Der ist einfach... Oh no! Ich wurde entdeckt! Flucht! So, mir leid, aber die Handschellen brauchen wir noch. Jetzt kommt wieder kleine Scheiße an. Ja. Boah, der nervt. Bleib mal stehen, ich betäub dich. Töten? Schläft. Okay. Sollen wir mal weitergehen zum nächsten, zu Julius Feggy oder so? Ja. Die Base sind viel zu gut beschützt. Okay. Kurzer Cut. So, inzwischen habe ich mich bei den Yolo Swaggy Leuten eingefunden. Die beiden anderen sind noch unterwegs hierhin. Wie gehört der? Oh, 104er Bronto. Das ist mal viel zu wenig rosa. Welches Pink? Wir können dir nicht helfen, aber mehr. Hä? Egal. Einfach mal Bronto mal. Ja, das sind die hier. Oh, der Bronto geht so schon schnell zum Anmalen, aber der verbraucht auch so unendlich viel Farbe. Oh, die haben nicht viel. Also kommst du schon durch, keine Sorge. Aber der Vorteil beim Bronto gegenüber dem Giga ist ja, dass der einfach mal komplett ins Bild reinpasst und deshalb anmalbar ist. Die um Hilfe schreit. Habt ihr den da jetzt hängen lassen oder? Hä? Jo, der Bronto ist offiziell pink. Noch ein paar Feinheiten. Und sehr schön. Hehehe. Ich finde das so klasse. Ich stehe einfach mal so ein pinker Bronto in der Gegend rum.
Und irgendwie springt meine Maus die ganze Zeit. Hä? Ach, du hast Fallschaden bekommen. Ja. Okay, ich fliege jetzt mal niedrig, dass sie mich nicht sofort sehen. Und mal deren Gate jetzt einfach mal pink an. Ich hoffe, dass die mich nicht sofort entdecken. So, Gate ist pink. Würde nicht überleben. Er hat's überlebt. Ich bringe ihn wieder rauf. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich mach's einfach mal pink. Aus deinem Sturz. Was soll das werden? Er holt dich doch eh immer wieder. Hallo. Hä? Habt ihr wieder einen gefangen? Oder habt ihr ihn mitgenommen? Ja, ich weiß nicht hier, was das soll. Oh, hoppla, falsche Maustaste. So. Gleich viel schöner hier. Gegangen. Er ist aufgegangen. Fuck. Ey, so ein scheiß Strike. Ich bin hier in. Hol mich raus. Nee, hier ist ein Tor offen. Wo bist du? Alles gut. Das geht nicht. So ein fucking Strike hat mich angegriffen. Ja, ist runtergesprungen und dann. Beendet. Dead. Dead da. Du bist tot. Oh, das kann man gebrauchen. Kann man noch mitnehmen. So. Pfeile. Auf Pfeile nehme ich mit. Und wieder ein kleines Häuschen pink. Und das Fleisch. Ah, mir fällt ein, die wollen sich hier unten so eine Art Gehege hinbauen. Und die haben hier nur Gates. Direkt mal anmalen. So. Na, die freuen sich bestimmt darüber. Wenn sie jemand deren Sachen verschönert. Oh, da oben fliegt einer von denen. Glaube ich. Wo ist mein... Da. Ich würde ja gerne in deren Base eindringen und dort mal ein bisschen malen. Soll ich dich greifen und dann sprichst du das einfach an? Oder geht das nicht? Das Problem sind halt die Autogeschütze. Weißt du? Wenn die mich erwischen, dann war es das ganz schnell mal. Ja, das ist nur ein Autogeschütz. Einfach reinfliegen ist ja kein Problem. Ja, ich glaube, die haben auch einfach mal Pflanzen. Oder wir können ja so Dickrüste fangen und reinschmeißen, dass die Munition leer geht. Und dann ist es ja eh egal. Ja, du hast ihn, nice. Ey, wohin schmeiß ihn ins Wasser, bitte schmeiß ihn ins Wasser. Einfach so. Wie weit? Ins Wasser. Einfach sehr weit. Okay, einfach sehr weit. Zu den Haien oder so. Das ist ein Strike von denen. Tipex, hast du irgendwas dabei? Irgendwas Wertvolles? Die pinke Pest. Ja. Ich bring dich zurück. Guck mal, dein Frosch folgt dir doch noch. Lass ihn fallen. Nein! Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Und OBS bei meinem Brocken, wie blöde. Unten ist hier dein Frosch. So, irgendwas ist gerade passiert. Kurz ein Schwarzbildschirm und ich glaube, jetzt läuft es wieder. Haley? Ja. Ich try gerade einmal. Bist du hin? Bei Drago. Warte, ich mach Signal. Da bin ich. Ja, genau. Mach nur Signal, damit alle wissen, wo ich bin. Ja. Ohne Scheiß. Ist schwer zu beschreiben. Am pinken Gate einfach. Witzbold, wenn wir alles anmalen. Ist ja nicht alles angemalt. Deswegen ist das pinke Gate noch voll in Ordnung. So, der ist pink. Oh no! Und jetzt kommt ich auf weiß. Obwohl der Pinsel kaputt ist, kann ich einfach Farbe drauflegen und der ist wieder in Ordnung. Pinke Stacheln. Oh no! Die wollen uns doch etwa tatsächlich mit pinken Stacheln bedrohen. Ja, doch. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ein Autotoilett. Mehr haben die echt nicht. Krass. Ja, dann wollen wir doch mal reingehen. Mal ein bisschen Frieden so. Ziemlich viele Spinos. Ja.
Das stimmt. Oh, die werden sich so freuen, das zu sehen. Das Blöde ist, wenn die einmal den Angriff... Oder? Ich frage mich, ob die überhaupt wissen, wie man den Angriff pfeift. Wie alt sind die denn? Keine Ahnung, die meisten meiner Zuschauer sind nicht so im Erwachsenenalter. Darum, wenn die nicht wissen, wie man den Angriff pfeift, ist das einfach völlig egal. Soll ich es riskieren beim Kano? Ja, du musst aufpassen, dass du nicht beim Auto-Turret bist, dann kannst du einfach malen, wie du willst. Ich habe irgendwie Angst, dass der Rest auf mich losgeht. Nee, du kannst neutrale Tiere ruhig mit dem Pinsel schlagen, das ist kein Problem. Du darfst halt nur nicht angreifen, aber anmalen zählt nicht als Angriff. So, das ist pink genug. Es soll ja nicht schön sein, sondern eigentlich tatsächlich sehr hässlich. Ich denke mal, da ist die Mission erfüllt. Bist du das? Wer ist das? Ich hab einen. Ich hab einen. Wo seid ihr? Was haust du mich? Bist du behindert? Ich hab einen. Kommst du? Komm, betäub ihn. Oh, es ist der schon wieder. Hatten wir den heute schon mal? Komm, wir machen den hier, dass die Wasser. Tiere nicht aggro werden. Drago, lass du mich bitte los? Ich bin nicht Drago. Ich bin der freundliche pinke Mann von nebenan. Wir werden gleich ein bisschen was Wohltuendes antun. Nein! Ey, ich hab gar nicht Schild, lass mich! Ja, der schießt zurück. Wer schießt? Nein! Ach, Mann! Ist ja doch asozial, Mann! Okay, ich zieh ihn aus. Sei nicht böse, das wird schon wieder. Da, Fernglas. Ach, Mann! Munition. Aha, Tüffek, ich hab schon gewarnt. Die Kugeln interessieren mich nicht. Also, wenn ihr mich jetzt ausraubt! Das ist doch echt... Oh. Ach, der ist ja schon pink. Wieso ist denn der schon pink? Zeit Asima. Egal. Hat mir den heute schon mal? Ich hatte den eben schon mal. Ich geb ein bisschen. Ich hab dir gerade deine Munition geklaut. Das war irgendwie nicht sehr nett. Was haben wir denn hier? GPS. Lass mich in Ruhe! Spyglass. Ich hab mir da schon gut was abgezogen. Ohne Scheiß, ich hab ihn im Laufen geholt. Ich sehe so, wie er springt und er einfach im freien Fall einfach abgeknallt wird. Ja, du raubst ihn jetzt nicht aus. Hallo, nee, das ist hatte ich auch Diebstahl und so, oder? Na, mi. Spielt doch mal PvP. Ach, ihr seid so asozial. Ne, ich will ja nur mal hier klar machen, was hier geräuschelt ist und was nicht. Hallo. Ich hab wieder einen. ey, der schlägt mich. Hier, nehmen wir mal. Mal den Mann. Ja, ja. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ach, Hülsenfrucht. Ey, warte. Ich will mit dir reden. Kriegen wir den? Oh, schade. Ich habe ja noch ein bisschen Munition. Gar kein Problem. Ey, ich habe den voll in die Schulter geschossen, aber juckt den nicht. Mieser Hacker. Ich habe Pistolenmunition. Ich habe wieder Gewehrmunition. Oh, ich fühle mich gerade richtig, richtig mies. Aber dann sehe ich, was wir geholt haben. Dann freue ich mich wieder. Ist es einer von euch? Okay, ist einer von euch. Ich will noch ein bisschen was pink anmachen. Da steht wieder einer. Achso, er holt nur. Jonas, gib mir meine Dinos. Die kauf ich mir! Na komm, wehrt euch. Ich mal alles pink an, klau euch eure Sachen. Ich hab Typix in der Luft geholt! Ohne Scheiß! Ah, du bist das nur, okay. Da ist Spino, komm! Vorsicht, Spinos sind unterwegs, ne? Egal, die hängen da fest. Aber haltet mal ein Auge auf die. Ah, die Spinos sind jetzt aggro, weil du den gekillt hast. Okay, das ist alles pink, weitestgehend.
Wo haben die Metall? Da hinten beim Autoturret, ne? Aber die haben nur ein einziges Autoturret. Das kann ich... Wiener kann ich ran, bevor es gefährlich wird. Ich kann überraschenderweise sehr nah ran, bevor es gefährlich wird. Das ist ausgeschaltet, das. Ja? Oh, Tatsache. Jetzt ist das ausgeschaltet. Ist da Munition drin? Guck mal nach. Nee, die haben das ausgemacht, ohne Witz. Ja, die haben hier ein Spino ein. So dumm? Ja. Darauf zu kommen? Naja, ich meine, nur kann sein, dass du blockiert wirst vom Tier. Ich gehe rauf, warte. Ah! Du blockierst mich. Warum ist Flappy Bird jetzt irgendwie in dem Gebäude drin? Ja, 33. Ja, reinpacken, ne? Nimm die mit. Hast du gepfiffen? Ist das hier ein Juvelin Baby oder was? Okay. Das ist Flappy Bird, den nehme ich mir. Okay, und tschüss. Ja, die haben ja auch einen Giga. Schon gesagt, alle ein bisschen größere Tribes haben mittlerweile Giga. Ich habe ein Schwert und keine Angst, es zu verwenden. Verwenden ist sogar falsch geschrieben. Ich habe pinke Farbe. Und nutze sie bereits. Wo sind die denn jetzt, die Vollpfosten? Keine Ahnung. Aber deren Base sieht besser aus als je zuvor. Finde ich. Ey, geh mal da weg. Wer ich? Er hat gerade seinen eigenen Quetzel geschlagen, eine Poison Grenade. Oh Mann, das bringt gar nichts, wenn die alle wollen, dass ich die anmale. Achso. Ich glaub, der ist voll mit Torpor. Glaube ich auch. Was ist denn das? Das ist jetzt Jan. Ich klau mir schon nichts. Doch, klau. Nein. Es ist voll uncool. Die wehren sich ja nicht, die Vollpfosten. Ja, ne? Oh, hier ist noch einer. Was ist denn das? Sollen wir mal wieder so ein bisschen Erpresse machen, dass sie aufmachen sollen, dass wir es bedienen können? Weil sonst deren Giga töten. Das ist ein Generator. Kann man am Giga landen? Nee. Auf einem Giga glaube ich nicht. Michel Haupt. Na, das ist Tippex da. Passt so aus. Der Giga ist so, jetzt alles pink. 41. Storm, hey, was geht? Und den Rex hier noch. Bisschen verschönern. Soll ich Storm betäuben? Ja, das ist die Tiere austicken, ne? Ja, das kann durchaus passieren, deswegen. Pack den lieber erst und bring ihn irgendwo hin, wo die Tiere nicht merken, was du tust. Und dann mach, was du willst. Okay. Toben wir uns ein wenig aus. Ich glaube, ich wackel ein bisschen. So, der Rex ist pink. Ich bin zufrieden mit der Base. Und ich glaube, das war's auch schon. Viel mehr tolle Base lohnt sich gar nicht. Oder sind zu gut beschützt. Und hier können wir irgendwie machen, was wir wollen. Da ist noch ein Gate, das will ich noch anmalen. Hier ist noch so ein Kasten irgendwie. Der Holzkasten, der ist schon pink. Nein, hier ist noch ein anderer, Yodo Swaggy. Ja, ist unwichtig. Nee, hier, warte. Stopp. Jetzt. So. Und es wird Nacht. Na dann. Stopp. Irgendwas pfeife ich wieder, das ist schlecht. Mach kurz Feuerwerk. Da würde ich sagen, ich bin. Hast du ihn getroffen oder ich? Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr mit einem Daumen nach oben. Abonniere den Kanal und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.